Anstrengung. Ja, herzlich willkommen, auch wenn wir jetzt nur eine Handvoll Leute sind, zur Pflanzung unseres Widerstandsbaumes, zur symbolischen Pflanzung des Widerstandsbaumes. Er ist heute schon gepflanzt worden, während der Mittagszeit. Ich war persönlich anwesend und ich habe mich natürlich sehr gefreut, dass ich dabei sein durfte, als unser Baum, ich sage jetzt mal unser Baum für unser Widerstand, für alle, die für mehr Bürgerwillen und Volksentscheide bzw. Bürgerentscheide sind und kämpfen. Dafür haben wir hier diesen Baum gepflanzt. Besonders für unsere Mitstreiter in Stuttgart für den Erhalt des Kopfbahnhofes in Stuttgart und für den Erhalt des Schlossgartens. Als auch für die Umweltschützer von Chimki unter Jewgenia Tschirikowa für den Erhalt des Waldes von Chimki, wo es um den Bau dieser dubiosen Autobahn von Moskau nach St. Petersburg geht, der rein aus Profitgründen gebaut wird. Extra aus Stuttgart habe ich Erde vom Schlossgarten mitgebracht, und zwar ist das Erde von allen drei Widerstandsbäumen, die in Stuttgart gepflanzt worden sind. Und die möchte ich jetzt hier auch in Bremen unserem Baum zufügen, dass er wohl gedeiht, dass er nicht angesägt wird, umgeknickt wird oder anderweitig sein Leben genommen wird. Ich denke, hier in Bremen hat er einen ruhigen, friedlichen Platz. Hier wird er gedeihen. Er ist jetzt 10 Jahre alt, er ist jetzt zum vierten Mal, also heute ist es das vierte Mal, dass er umgepflanzt worden ist. Und er steht hier in Nachbarschaft mit Kastanien, die schon über 60 Jahre alt sind. Denke ich, uns wird er allemal überleben. Außer Herr Grube baut hier in Bremen einen Tiefbahnhof und er geht hier durch den Park. Ja, jetzt werde ich Ihnen noch etwas Wasser geben, dass er anwächst. Und ich würde mich freuen, wenn jeder von euch ihm noch einen Schuss Wasser gibt. Wasser und ein bisschen Erde reinmachen. Okay? In Stuttgart sagen wir: oben bleiben. So, jeder darf. Was denn? Ich darf ihn aber nicht ganz ab. Nö, abgesoffen fährt ja nicht. Du. Zack. So. Also er steht hier unter dem Schutz der Stadt Bremen. Die Stadtgrün wird ihn also hegen und pflegen die nächsten zwei Jahre und ich denke, bis dorthin wird er auch die ersten Stuttgarter Pflastersteine getragen haben. Wenn wir Glück haben, haben wir dieses Jahr schon, ich habe nachgefragt, es kann sein, dass gleich im ersten Jahr schon Blüten kommen und wahrscheinlich dann auch Früchte. Ist halt schade, ich habe so viele Leute eingeladen hier aus der Stadt, die auch solidarisch mit dem Schwabenstreich sind, dass halt jetzt alle auf die Atomdemo gerannt sind. Aber dem ist halt so, wir haben unseren Baum gepflanzt und der wird auch, er wird anwachsen und er wird seinen Zweck erfüllen. Und darüber freuen wir uns besonders, dass wir jetzt einen Bremen Widerstandsbaum haben, der wirklich geschützt ist, auch vor diesen Raudis, die in Stuttgart unsere Bäume bis jetzt getötet haben, beziehungsweise zerstört haben. Die Wilhelmshavener sind auch froh, dass es in Norddeutschland endlich mal einen Widerstandsbaum gibt. Und wir werden ihn auch öfters mal besuchen kommen und gucken, dass er auch gut gepflegt wird von der Stadt. Und es kann ja nichts schief gehen mit so vielen lieben Händen hier. Also daher. Ich danke euch, nach Wilhelmshaven.